Hi, ich bin Miriam aus Deutschland. Die letzten beiden Nächte haben wir hier in Moonee Beach im Holiday Park übernachtet. Wir haben in kleinen Kabinen gewohnt und ja, die Kabinen sind im Prinzip so was wie größere Wohnwagen mit Badezimmer, mit Küche. Es gibt zwei Schlafzimmer, einmal ja, mit einem Doppelbett drin und einmal mit vier Doppelstockbetten, also Platz für sechs Leute. Wir sind hier direkt am Strand, super schön gelegen. Ihr könnt morgens, wenn ihr früh aufsteht, den Sonnenaufgang sehen und Kängurus am Strand, habe ich mir sagen lassen. Ich habe sie leider nicht gesehen, aber es hat auch ein bisschen geregnet. Aber trotz Regen, ja, super nett hier. Also der Holiday Park hört sich nach so viel an. Im Prinzip ist es aber ein Campingplatz. Wenn ihr also mit euren eigenen Caravans unterwegs seid, könnt ihr hier auch auf den Stellplätzen euch einmieten mit Elektrizität und Wasser oder auch ohne. Des Weiteren könnt ihr auch, wenn ihr in den Kabinen seid, die, ja, die allgemeinen Waschräume benutzen. Dann müsst ihr nicht lange anstehen. Alles sauber, ordentlich, nett. Nur eine Viertelstunde von Coffs Harbour entfernt und ansonsten, ja, Spielplatz gibt es ja auch, Strand ist um die Ecke, habe ich schon gesagt, von daher kommt her und enjoy!